Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zurück zu einem neuen Kapitel unseres geliebten Let's Play Wolfenhain mit Gisulf, Brun und Valdrada und natürlich mir, eurem Let's Play Retro, hier im Reichsforst. Einem wunderbaren Wald voller Abenteuer. Wirklich, ich konnte es im letzten Part schon nicht wirklich zum Ausdruck bringen und auch jetzt fällt es mir immer noch schwer. Wenn ich in einem normalen RPG in einen Wald hineingehe, dann erwarte ich dort irgendwie unendlich viele Monster zu klatschen und vielleicht irgendwo auch mal das ein oder andere wenig sinnvolle Item zu finden. Aber hier, da dürfen wir uns erstmal als Heimwerkerkönig beschäftigen. Das ist betätigen, meine ich natürlich. Das ist wunderbar und auch wenn es Giso vielleicht nicht so viel Spaß gemacht hat, mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und auch wenn die Wichteline sich vielleicht niemals zufrieden geben konnte, ich gebe mich auf jeden Fall zufrieden. Überraschung, wir schossen mitten im Wald auf Holz. Vorsicht, der Wälter. Ich wurde zu Misstrauen erzogen. Falls etwas zu offensichtlich erscheint. Gehen wir einfach weiter, Jungchen. Hey, das erinnert mich irgendwie an den Anfang des Spiels, als es auch schon mal eine Map gab, die irgendwie fast genauso aussah. Valdrada fängt den Frosch irgendwie direkt in der Nähe von Valdradas Zuhause, Moorwehr. Valdrada gelingt es, beide Schenkel abzutrennen. Froschschenkel-Count plus 2. Und das erinnert mich daran, dass wir ja eigentlich auch noch Sachen brauen können. Also ich meine, eigentlich müsste ich schon allein aufgrund der ganzen anderen Sachen, die wir im Laufe dieses Spiels finden, daran erinnert werden. Aber irgendwie, nein, nein, das geht irgendwie an mir vorbei. Ach ja, Schleimer vom Anfang. Ich vergaß komplett, was machen die denn überhaupt noch in diesem Spiel? Zumindest den Wassereimer können wir erfolgreich stehlen, aber die fallen natürlich entsprechend schnell um. Deswegen war der andere jetzt, naja, irgendwie bisschen Opfer meiner Unaufmerksamkeit. Aber der Frosch ist es natürlich nicht. Den sehe ich hier noch vorbei hopsen. Was ist das? Ich sehe hier auf jeden Fall erst einmal ein Sachblatt. Und da unten sehe ich etwas, was irgendwie nach einem Rätsel aussieht. Verdammt! Nanu, soll die Statue etwas sicher darstellen? Sie hat das Füllhorn. Und hier sieht die Herrin einmal nicht so steif und streng wie üblich aus. Ich war schon immer dagegen, einen der sogenannten Meister des Südens Götterbildnisse hauen zu lassen. Beim Güldenen. Ist das etwa ein Bauchnabel, der davor blitzt? Du weißt es wirklich nicht, wie? Während ich gar nicht so höre, was ihr da wieder zankt, frage ich mich, ob die Mär vom Füllhorn stimmt. So Sitter die Hand vom Füllhorn nimmt, dem Braben die Gabe wird bestimmt. Und nun? Scheinbar doch kein Rätsel. Oder vielleicht da unten bei diesen Blumen, Rosen erst. Jetzt musste ich kurz überlegen, wie diese Blümchen denn überhaupt heißen. Nein, okay, das wusste ich natürlich nicht. Aber man kann ja zumindest mal so tun und irgendwo versuchen, dann irgendwie noch ein bisschen Unterhaltungsfaktor reinzubringen. Denn wenn da ein Rätsel kommt, dann nehme ich an, war es das einfach mit der Unterhaltung für diesen Part. Eine ganz gewöhnliche Eiche. Und dann wird es auch zum fröhlichen Rätsel gehen. Wenn ihr nur halb so nützlich wärt, wie ihr häufig seid, Knollenbitterlinge, dann denkt euch einfach euren Teil. Okay, gut. Was soll denn das für eine komische Brunnenform sein? Es sieht fast wie ein Rätsel aus. Ruhe! Das kann ich allein! Und was wird es uns sagen? Ein dickwandiger Kreis, eingebettet in eine mitteldicke Raute, umschlossen von einem dünnen Viereck. Wo bleibt denn in dieser beiläufigen Daherplapperei der Symbolismus und der Wille zur allegorischen Deutung? Nein, Erwähter, so trivial kann es nicht sein. Gewiss steckt etwas Sinnbildliches dahinter. Verkopfter Quark! So verliert man nur den Blick fürs Naheliegende. Ich will's nicht mehr hören! Und weiter, Küken! Vielleicht aktiviert sich etwas, wenn wir die Form mit der Umgebung in Verbindung setzen. Das soll der Vorschlag sein? Darauf bin ich als erfahrener Abenteurer auch schon längst gekommen. Ich überlege gerade, weil was ich nicht so ganz verstehe ist, wir haben jetzt natürlich hier nur zwei Blumenfelder. Und wir können diese Blumen hier irgendwie aufplustern. Der Kreis ist innen drin. Vielleicht müssen wir hiermit irgendwie ein Vier... Aber nee, das geht ja gar nicht. Wir können hiermit ja gar kein Viereck bauen. Das Einzige, was wir machen könnten, wäre die hier alle hochnehmen. Ja, die vielleicht nicht. Die hochnehmen, dann ist es hier zumindest innen drin so eine Art Kreis.
Und dann muss ich jetzt nur noch überlegen, wie das hier draußen gemeint ist. Soll ich jetzt einfach alle von denen hochmachen? Ich probier's mal aus. Mir fehlen jetzt irgendwie so ein bisschen die Anhaltspunkte, also wer mit dem Hinweis, der da gegeben wurde, klarkommt, Gratulation. Er möge sich äußerst clever fühlen. 10 Goldmünzen hätte ich beinahe übersehen. Gut, dass das Abenteurerauge immer wachsam ist und natürlich nie so genau weiß, was das machen soll. Aber wenn wir dreimal kloppen, dann gehen sie wieder auf die Ausgangsgröße. Ich will hier auf jeden Fall mal kurz rumprobieren, auch wenn ich einfach mal spontan annehme, dass ich entweder auf Zuschauerhilfe oder auf die Wolfman-Wiki angewiesen sein werde. Wir können ja mal versuchen, ob wir sozusagen hier die Raute sozusagen drumherum legen können. Die Frage ist nur, wie das gehen soll. Ich probiere einfach mal randomly rum, weil warum nicht? Das hier noch irgendwie und irgendwie mache ich, glaube ich, gerade den Blödsinn und da ist okay. Ich schaue mich einfach weiter im Wald um, weil das führt hier gerade irgendwie zu nichts. Was ist das hier? Ein Hinweis vielleicht? Oder einfach nur etwas, das der Unterhaltung dient? Naja, gut. Ich bin allerdings gerade nicht so. Also, ich bin eigentlich natürlich schon in Stimmung, unterhalten zu werden, aber das hat mich jetzt irgendwie nicht so richtig unterhalten. Oder beziehungsweise hat er sich gut genug unterhalten, da ich ja lieber dieses Rätsel lösen würde. Ich bin einfach immer zu doof für solche Sachen. Also ich kann irgendwie so effektiv 25% der Rätsel lösen. Normalholz und unauffälliger Ruhelager. Kommt das denn? 10% der Rätsel. 25% der Rätsel, ich soll mich doch nicht schlechter machen, als ich eigentlich bin. Der Orden sieht es nicht gern, wenn wertvolles Zuchtmaterial verschwendet wird. Küken, frag jetzt nicht, welcher Paladin aus einem Wildschwein. Na? Na? Meine Güte, solche Vorlagen muss man doch nutzen. Hatzendreck, ich hab's verpasst. Die Hürde da sieht mir irgendwie, ich würde es nicht unheimlich nennen, aber sie sieht mir irgendwie sie questig aus, deswegen schauen wir uns erstmal hier um. Haben wir hier etwa einen weiteren Hüter des Waldes? Und nun rate, was der Hexenhutling erst mit seinen Fressfeinden macht. Der Hexenhutling, aber auch ein weiterer Gegenstand, ein weiterer Pilz, den wir natürlich nicht an uns nehmen können, aber eine Eichel. Wenn wir irgendwann mal wieder zurück zu diesen Wildschweinen kommen, die da... Waren das Wildschweine? Ich denke schon, dass es Wildschweine waren, die da bei uns im Tempel stehen, in der Anlage, in der Festung, in der Ordensfeste. Jetzt musste ich gerade eben wieder mal kurz überlegen, wie dieses Gebäude denn schon wieder hieß. Verdammt, wir sind so weit im Spiel drin. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, jetzt waren wir irgendwie immer noch so, keine Ahnung, 20. Part oder so, 30. Part. Ich weiß auch nicht warum. Dieses Spiel ist einfach immer wieder frisch. Vielleicht ist es deswegen der Fall. Aber hey, Gegner wurde erfolgreich beklaut, also geben wir ihm alles, was wir haben. Und verursachen im besten Fall direkt noch eine Wunde. Oh, sehr gut. Wirklich, wenn das immer so gediegen laufen würde. Lornlight immer gern gesehen. Dass wir diese Hüte ja fertig machen müssen, macht das nicht mal Drada irgendwie fertig? Und ich meine, was haben uns diese Hüter getan? Eigentlich nichts, oder? Vielleicht ist es irgendwie alles Teil einer großen Queste, die... Bestimmt. Geweihende. Habe ich gerade mich irgendwas anderes geklaut? Egal. Stimmt, genau. Hüterdokumente. Ja, der Gegner hinterlässt ein Hüterdokument in alter Schrift. Und auch das wollen wir uns natürlich direkt mal anschauen. Ich meine nicht, dass ich daraus irgendwie irgendetwas Sinnvolles schlussfolgern könnte. Aber zumindest das Augenmerk kann man doch mal schulen. Bin ich jetzt schon wieder drauf vorbei? Hä? Hä? Saftblatt, magischer Ring, Eichhörnchen, Schulterliste, Hafer, Olafs Zettel, keine Steintafel, Apfel, Wurm, alte Schrift. Ah, alte Schrift und bemooste Schrift, so. Der Riese stürzte und dort, wo der Schädel zerplatzte, erblühte so dann dieser kräftige Wald. Okay, es ist so. Ich warte einfach nur darauf, dass dann irgendwann einfach mal ein Rätsel kommt, wo wir Buchstaben einsetzen müssen, weil dann wäre es zumindest für mich ersichtlich, was ich mit diesen Buchstaben machen soll. Da hat etwas eine ganz, ganz schlimme Zukunft, lese ich. Ich hoffe, die werden wir in dieser Höhle nicht auch haben. Aber die Waage kommen schon direkt auf uns zu, sind blutdürstig und
Wir wissen ja alle, dass sie sehr schnell sterben werden, deswegen haben wir nicht besonders viel Zeit für Diebstahl. Oder für scheiternde Fischzüge in diesem Fall. Es gibt doch... Und ich vergesse schon wieder die ganze Zeit über mein Augenmerk. Oh mein Gott, was ist los mit mir? Was ist los mit mir? Wieso bin ich jedes Mal... Das Problem ist irgendwie, ich nehme jedes Mal das Spiel auf und denke mir dann so... Jo. Jetzt zocke ich so und dann merke ich so, Moment. Vorbereitung nicht vorhanden wieder einmal. Also direkt wieder aus dieser Höhle raus. Zum Glück macht Valdrada uns keinen Schaden. Und zum Glück vergiftet Valdrada uns nicht. Das wäre wirklich äußerst unangenehm. Wundbrand klingt für mich auch irgendwie eher wie so eine Art Schnaps. Oh, Valdrada geht's wieder gut, sehr schön. Kisos normaler Angriff macht mittlerweile so viel Schadenspunkte wie Bruns toller Angriff. Weitermann, Brun entnimmt den besiegten Resten einmal fett. Und dann wollen wir aufhören, blind durch die Gegend zu laufen und Augenmerk benutzen. Mann. Und ich wundere mich darüber, dass manche Maps vielleicht ein bisschen wenig Inhalt bieten. Okay, gut. Aber auch das Augenmerk offenbart nichts Neues. Ah, da hinten doch. 10 Goldmünzen. Wir wollen doch eines Tages noch zu den oberen 10.000 gehören. Und das geht doch gar nicht ohne Augenmerk. Verdammt. Verdammte Axt. Wie lange hält das? Gibt es hier vielleicht noch irgendwo etwas zu entdecken, das wir beinahe übersehen hätten? Das hier unten zum Beispiel. Weitere 10 Goldmünzen. Ich meine, wir müssen sowieso nochmal zurück auf dieses Feld. Deswegen ist es jetzt nicht weiter tragisch. Aber das musste jetzt einfach mal noch nachgeholt werden. Weil das ist mir jetzt einfach spontan eingefallen. Und das konnte ich jetzt einfach nicht bis zum nächsten Part aufschieben oder so. Und ich meine, die 20 Goldmünzen, die wir jetzt gefunden haben, die werden auf jeden Fall noch von großem Nutzen sein. 2820 Gold. Wir sind noch so weit vom Ziel entfernt. Das ist unglaublich. Rotwild. Etwa 3 Jahre alt. Was guckt ihr so? Wir haben in der Ordensburg all die Jahre wirklich gut gegessen. Also wirklich? Selbst wenn da noch was dran gewesen wäre, hätte ich das nicht mehr essen wollen. Wirklich? Das glaube ich nicht. Kein Wort davon, Gisulf. Bisher hast du noch alles in dich hereingeschlungen, was du kriegen konntest. Gut, ich muss auch sagen, dass die meisten Sachen davon äußerst appetitlich gewesen sind und dass ich sie auch selbst in mich reingeschlungen hätte. Was mich daran erinnert, dass mein Kühlschrank wieder mal ganz, ganz leer ist. Hier ist offenbar der Hauptfressplatz der wilden Waage. Valdrada findet eine Feuerbeere. Sehr schön. Kann theoretisch verschoben werden oder könnte verschoben werden, wenn wir damit irgendetwas machen könnten. Wer oder was hat den oder das denn gefressen? Na, staunst du, Küken, was? Ha! Früher hat es noch Waage gegeben, die ihren Namen verdienten. Das waren noch nicht diese verweichlichten, runtergedumpten Exemplare für deine Gelegenheitsgeneration. Das ist ja interessant. Es gibt ja im Englischen den Begriff dumped down, ist egal. Runtergedumpt ist natürlich wirklich coole deutsche Übersetzung. Großartig! Jetzt hat die Hüpfer mich wieder daran erinnert, dass mit meiner Alterskarte die Qualität ausstirbt. Ach ja, früher war alles besser und das war irgendwie fail. Oder vielleicht war es auch einfach egal. Nicht weiter interaktionswürdig. Ja, ich höre, dass es knackt, wenn man drauftritt. Können wir jetzt weitergehen? Jetzt! Vielleicht noch einmal drauftreten? Oder auch nicht? Ja, wilde Waage, viel zu viele. 4 Stück ist schon eine ganze Menge. Ich hätte mich vielleicht vorher noch mal heilen sollen, aber na gut, ich denke mal, den Angriff werden wir übernehmen, auch wenn der Fischzug scheitert. Wir rufen aber trotzdem mal die Eule herbei. Ein bisschen mehr Kraft kann nicht schaden und ich sehe auch, weil da geht es irgendwie gar nicht so gut. Was ist denn hier los? Ha? Entweder sind die Waage doch stärker, als ich gedacht habe, oder es war vielleicht der Hüter. Ich glaube, es war wirklich, ja, es war der Schaden vom Hüter. Die Waage sind allenfalls anstrengend. Weil sie auf der einen Seite beklaut werden wollen, aber auf der anderen Seite natürlich immer wieder Schabernack mit uns treiben. Und gerade bei Brun kann das durchaus mal ein bisschen ärgerlich werden. Ich muss aufpassen, dass ich denen nicht zu viel Schaden mache. Irgendwie ist das ein bisschen seltsam, weil ich meine, wir sind ja gerade, ich glaube, im 82. Part. Und wir kämpfen gegen Waage. Ich glaube, dagegen haben wir auch schon im... Ich weiß gar nicht, in welchem Part. Im dritten oder vierten oder so gekämpft.
Ich mache einfach mal den da oben platt. Ups, ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen. Selbst die Eule ist mittlerweile zu stark für die Waage. Das muss man sich mal vorstellen. Waage werden von einer Eule erledigt. Ansonsten ist die Länge dieses Kampfes einfach nur davon abhängig, wie gnädig das Spiel mit uns ist. Kann es eigentlich sein, dass ich bei Betreten des Waldes die Waage noch einmal analysiert habe? Das wäre wahrscheinlich nicht besonders clever gewesen, wenn ich es getan hätte. Ja. Wieder dieser Mark-Bug. Weg mit dir. Weg mit den scheiternden Fischzügen. Ich drücke einfach mal so randomly nach oben, bis Gizof irgendwann wieder dran ist. Da. Wir sind wahrscheinlich sowieso fünfmal hintereinander dran, bis die Gegner dran sind. Es sind Gegner vom Anfang, die sich genauso schwer beklauen lassen wie Gegner, die aktuell sind. Wie kann das sein? Ich wünsche mir wirklich für die Zukunft, dass es da irgendwie merkbare Unterschiede gibt. Okay, gut. Jetzt ist meine Geduld tatsächlich am Ende. Gizof wird noch einmal drankommen und noch einmal die Gelegenheit haben. Aber irgendwann möchte ich dann doch wissen, wie es in dieser Höhle weitergeht. Und auch dieser Fischzug scheitert wieder einmal zu unseren Ungunsten. Vielleicht ist Gizof noch einmal dran, bevor der Waag sich selbst tötet. Da hatten wir wohl noch mal Glück. Komm schon, den letzten Waag würde ich dann irgendwie doch ganz gerne bestehen, weil irgendwie habe ich mir doch gerade wieder in Erinnerung gerufen, dass ich vielleicht doch irgendwann noch diesen Geschicklichkeitsskill auf Maximum haben will. Hatte ich für einen kurzen Augenblick schon das Gefühl. Sehr schön, als wäre Gizof tollwütig, aber das war zum Glück nicht. Puh, so viel Zeit für so einen kurzen Kampf. Waldrader Stufe 20 erreicht und Brun entnimmt dem besiegten Risten wieder einmal Fleisch. Ein Stück. Und beinahe hätte ich gedacht, der alte Forst sei noch dornenfrei. Darum sind die Waage also derart wild geworden. Ein Dorn brach direkt in ihren Bau hervor. Mir gefällt der Gedanke gar nicht, dass etwas unsichtbar unter unseren Füßen das Land unterwandert und überall emporsteigen könnte. Dann lass es uns endlich mit der Macht des Lichts stoppen, Erwählter. Was war das? Oh, ein kleines süßes Vagilein. Waldrader findet eine Feuerbeere und Waldrader hat sich die Finger verbrannt. Da war wohl nichts zu holen, schade. Aber dieser Waag sieht mir irgendwie unheimlich auffällig aus. Die Waage hatten ein Junges. Ihr Götter, ist der niedlich. Also sind noch nicht alle Waage beseitigt. Wovon genau redest du, Krankhirnling? Krankhirnling ist auch geil. Dein lauter Versuch einer beleidigenden Anrede zeigt, wie genau du es selbst weißt. Jener dort ist vom Bösen befallen und damit gerichtet. Das kleine Fellknäuel. Sperr deine verbohrten Augen auf und sag mir, was du dann siehst. Ich sehe ein Tier, das zur Bestie heranwächst und Mensch wie Vieh reißen wird. Diese Kreatur ist ein Übel. Ich find's auch gut. Da siehst du es selbst, Erwählter. Wir müssen die Bestie töten. Lass sofort das Wölfchen los, herzloses Ekel. Auch ein Welpe ist ein Waag. Wir lassen das Wölfchen leben. Ich habe irgendwann am Anfang mal gesagt, dass ich irgendwie Bruns Meinung bin, aber ich bin Waldraders Meinung. Der hexische Rat trägt dir verderbte Früchte ein. Von diesem Waagbau wird bald neue Gefahr ausgehen, Erwählter. Vorlaute Lausjunge, tu nicht so, als könntest du unfehlbar in die Zukunft blicken. Gut gemacht. Okay, der Waag ist am Leben und er ist so ein putziges Ding. Er ist ein vom bösen Wahn befallener Waag. Diese Kreatur ist ein Übel. Lass sofort das Wölfchen los, herzloses Ekel. Auch ein Welpe ist ein Waag, okay. Ich habe in dem Part jetzt effektiv nichts anderes mehr zu tun, weil der Reichsforst scheint ja soweit abgeschlossen zu sein. Auch ein Welpe ist ein Waag. So ist es, wir töten ihn einfach mal. Was? Nein, wartet. Also ich meine, es ist ja nur ein Spiel, deswegen, oh mein Gott. Von diesem Waagbau geht keine Gefahr mehr aus. Welpenbürger? Aber was hatte ich von dir schon anderes erwartet? Doch dass du ihn auch noch dazu ermunterst, seine grausame Art auszuleben, ist einfach nur enttäuschend. Der Erwählte urteilte vorausschauend und konsequent, närrisches Weib. Pfiff. Vorausschauend und konsequent.
Alles klar, ich drücke aber trotzdem nochmal F12. Interagiere noch einmal kurz mit dem kleinen Wagchen oder nein. Das kann ich auch offscreen machen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich denke eigentlich, dass wir mit dem Reichsfürst hier, bis auf das Rätsel, versteht sich natürlich, soweit fertig sind. Und deswegen würde ich einfach vorschlagen, wenn ich etwas übersehen habe, dann schreibt es mir einfach wieder fleißig in die Kommentare. Ansonsten bin ich beim nächsten Mal dann mit, hoffentlich mit dem Rätsel beschäftigt. Und ansonsten gucke ich einfach nach, was ich sonst noch alles machen kann. Aber ich denke, uns stehen noch unendlich viele Optionen offen. Allein in Schildfurten sind wir ja noch nicht einmal mit der Hälfte fertig. Also, bis zum nächsten Mal würde ich mich wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Und bin natürlich super gespannt, was das Spiel noch so alles für uns zu bieten hat. Bis dahin.